Hallo Freunde und super, super schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich total, dass ich heute einen Gast mit dabei habe, und zwar Johannes Roth, der Gründer und CEO von Mimimi Games aus München. Und mit dem wollen wir heute unter anderem über sein neues Spiel Desperados 3 reden. Ich würde sagen, da switchen wir mal hin. Hallo Johannes, super schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Na klar, immer gerne. Letztes Jahr, ich habe es gerade schon gesagt, das Echtzeit-Taktik-Spiel Desperados 3 rausgebracht, damit für einige Preise nominiert, angekündigt, dass ihr schon an einem neuen Spiel arbeitet und das sogar selbst publishen wollt. Bei euch ist gerade mega, mega viel los, deshalb am Anfang die Frage, wie geht's dir denn? Sehr gut. Glück im Unglück, so an der Weltsituation gemessen, ist es natürlich für alle nicht so einfach, aber uns geht's gut, die Firma läuft stabil, da kann man, glaube ich, aktuell auch sehr zufrieden sein und dankbar sein, dass es uns da jetzt nicht so erwischt hat. Und klar, mit Desperados 3 kam ein Spiel raus, nachdem wir 3,5 Jahre gearbeitet haben. Das war natürlich auch ein großer Meilenstein, und dann jetzt der Schritt Richtung Self-Publishing, neue Leute angestellt, neues Büro und so weiter. Ist sehr, sehr viel passiert, macht sehr viel Spaß gerade. Ja, bis man aber jetzt zu diesem Zeitpunkt gekommen ist, ist eben natürlich auch einige Zeit vergangen. Du hattest damals 2008, hast du studiert, hattest plötzlich die Idee für ein Spiel namens Grounded. Nimm uns doch mal mit so in deine Gedanken und Ideen damals. Was hat der Johannes 2080 da so gedacht? Ich wusste schon sehr lange, dass ich in die Richtung gehen will, und habe dann eben dieses Studium in München entdeckt. Und dann war es eigentlich recht schnell so, dass halt klar war, hey, da wollen wir auch Spiele entwickeln im Studium mit den Leuten, die alle dafür da sind und dafür brennen. Das war ja dann auch neu für mich, in so einer Community zu sein, von Leuten, die halt wirklich gerne auch zocken und sich damit irgendwie ein bisschen auseinandersetzen. Und ich wusste dann, dass wir in ActionScript 3 mit Flash das erste Spiel entwickeln müssen, perspektivisch. Der Kurs hatte noch nicht begonnen, aber ich war so, okay, dann lerne ich das halt schon mal, habe mir dann eben ActionScript angeeignet, habe dann, weil ich großer Worms-Fan bin, so einen Prototypen gebaut, wo also so eine zerstörbare Welt generiert wurde, die man dann eben zerschießen konnte, habe da irgendwie noch die Kirby-Grafik geklaut und reingeklatscht, und dann konnte man eben durchlaufen und diese Welt zerschießen. Und dann habe ich festgestellt, dass man eben vielleicht nicht Kirby klauen will, sondern eigene, echte Grafik braucht, eine Geschichte braucht, Musik braucht, Spielideen, Puzzle und so weiter braucht, und habe mich dann bei uns halt vor den Unikurs gestellt und gesagt, guck mal, das ist der Prototyp, den ich gebastelt habe. Jetzt brauche ich alles andere, um ein gutes Spiel daraus zu machen. Wer will denn mitmachen? Und dann haben wir angefangen zu basteln, und daraus wurde dann eben Grounded. Genau. Und die 6 Leute, die da auch schon dabei waren und die dann auch bei der Gründung dabei waren, die sind auch heute noch alle bei Mimimi, was mich auch sehr stolz macht. Ja, total spannend zu sehen, wie sich das bis dahin entwickelt hat. Was man, wenn man sich eure Entwicklung anschaut, auch bemerkt, ist, dass ihr am Anfang eher mehr so Casual Games, auch Mobile vor allem, gemacht habt. Und dann seid ihr irgendwann so richtig abgesteppt mit The Last Tinker in 2014, mit Shadow Tactics in 2016 und jetzt natürlich 2020 mit Desperados 3. Wie kam es denn zu dieser krassen Veränderung oder dass ihr euch dann so weiterentwickelt habt? Ihr hättet ja zum Beispiel auch bei Mobile Games bleiben können. Also wir haben die Firma gegründet tatsächlich für The Last Tinker, um das Spiel eben auch wirklich umsetzen zu können. Und das war immer als PC- und Konsolenspiel gedacht, weil das eben das ist, wo ich mal behaupte, zumindest unsere Generation, die meisten Leute, die halt studiert haben, Game Design, die zockten halt auf PC oder Konsole. Mobile Games, der Boom kam ja dann erst, also heute ist es vielleicht dann auch schon wieder anders. Aber dafür haben wir halt gebrannt, und wir haben gesagt, wir wollen halt Games machen, die irgendwie auf der Couch mal 2-3 Stunden am Abend auch Spaß machen und die eine Geschichte erzählen. Bei Mobile Games ging es dann natürlich dann auch schnell in die Richtung, dass halt viele Titel Free-to-Play wurden, dass halt die Spielerfahrung eher so mal kurz im Bus zwischendurch zocken war, und das hat uns nicht so entsprochen. Wir hatten ja als Debüt-Titel kommerziell Da Vinci veröffentlicht, das war eben Mobile Game, und das war eben ein Spiel, da haben wir gesagt, hey, das funktioniert auf Mobile einfach besser, weil du schaust da von oben auf die Welt und musst so einen Heißluftballon durch Parcours durchpusten mit Wind und Tornados. Und das machst du, indem du mit dem Finger so Linien malst oder Kreise malst. Und das mit der Maus
es war ein PC-Prototyp, aber mit der Maus hat es einfach nicht so gut funktioniert. Und in solchen Fällen haben wir gesagt, hey, da ist die Plattform für die Spielidee einfach viel besser geeignet, lass uns das machen. Aber das Herz schlug halt immer für größere Titel. Mein Mitgründer, der Dominik, und dann unser jetzt Head of Design, der Mo, die hatten halt immer diese Idee, warum gibt es eigentlich Kommandos nicht mehr und wäre es nicht super cool, das eben mit Ninjas zu machen, weil das so gut passt, weil ja diese Fantasie, die man bei einem Ninja hat, ist ja, da läuft ein Typ rum, niemand sieht, was passiert, hunderte Wachen stehen überall rum, irgendeine riesige Villa wird ausgeraubt, da plötzlich fehlt jemand, man hat gar nicht gemerkt, was passiert ist. Und das entsprach so gut diesem Spielprinzip. Dark Souls war zu der Zeit stark am Kommen, schwierige Spiele wurden wieder attraktiver und haben wieder eine größere Rolle gespielt. Und da sind wir so ein bisschen dann einfach auf diese. Das hat alles Klick gemacht und dann haben wir gesagt, hey, lass uns halt Shadow Tactics pitchen. Oder wie es damals hieß, Ninja Kommandos. Ja, ist ja cool, wenn das alles sich irgendwie so einfügt oder man guckt, hey, was will ich für ein Spiel machen, welche Plattform passt da am besten? Was habt ihr denn, wenn man jetzt beim Hier und Jetzt bleibt, euch wegen Desperados 3 gedacht? Also wenn man so in die Geschichte von Desperados schaut, war Desperados 2 ja nicht von euch. Deshalb habt ihr da irgendwie den Kontakt mit THQ Nordic aufgenommen und gesagt, hey, wir würden gerne Desperados 3 machen, oder kamen die auf euch zu? Wie war das denn? Das war natürlich ein super geiler Gedankengang, einfach zu sagen, hey, nach Shadow Tactics, wie wäre es denn, wenn wir an eine dieser originalen Marken ran können und halt das, was eigentlich Shadow Tactics verursacht hat, wiederum zurückführen können an diese Marke. Und da haben wir dann THQ Nordic damals kontaktiert, als wir dann irgendwann wussten, dass die Marke haben für Desperados. Dann haben wir mit Black Forest Games geredet, die ja vorher Spellbound so grob waren und eben die Originalspiele mitentwickelt haben. Und haben gefragt, hey, wäre das cool für euch, wenn wir das machen? Und gab es einen guten Kontakt und da hat sich auch wieder alles gut angefühlt. Dann hat es eine Zeit lang erst gar nicht geklappt, weil THQ einfach sehr viel zu tun hatte und ja, das ist halt manchmal so, es hat timingmäßig war es eigentlich nicht so ideal. Dann waren wir aber so gut wie pleite und da gibt es auch ein längeres Postmortem auf Gamasutra dazu, wenn das interessiert. Also uns ging es einfach nicht gut und ich musste dann halt beim Deutschen Entwicklerpreis 2016 stand ich mit dem Jan Binsmeier, der eben bei THQ dann arbeitete, stundenlang in irgendeiner dunklen Ecke, ich glaube mit einer halben Flasche Bier, mehr nicht, und haben halt diskutiert, ja, können wir es doch noch hinkriegen, dass wir Desperados jetzt auch unterzeichnen können, jetzt machen können, jetzt entwickeln können und auch eben die Finanzierung dafür kriegen. Und das hat halt dann tatsächlich geklappt und so hat uns an der Stelle da dann Desperados sozusagen auch wiederum gerettet und auch THQ da sehr unterstützt und jetzt geht es uns sehr gut und wir wollen nie wieder in diese Situation kommen, aber wie gesagt, es war auch wieder so ein Moment, wo dann plötzlich alles ineinander geklickt hat. Ich glaube, das ist meistens so, wenn es dann funktioniert. Ja, krass, wie so ein Spieletitel über so viel letztendlich auch entscheiden kann. Was sind denn jetzt auch, du hast vorhin schon gesagt, ihr habt über mehrere Jahre Desperados 3 entwickelt, was sind denn so eure wichtigsten Lessons learned, die ihr jetzt auch für die nächsten Projekte aus dieser Entwicklung mitnehmt? Ah, das könnte man über 10 Stunden wahrscheinlich ausführen. Wir haben intern Postmortems gemacht, das war glaube ich über eine Woche, wo sich alle Konstellationen, Grafiker mit, weiß ich nicht, Musik, vielleicht gab es die eine Kombination nicht, aber alle anderen gab es, darüber ausgetauscht haben, was wir alles gelernt haben. Also wir, das macht ja Mimimi aus, unser Name Mimimi kommt ja wirklich von dem Mimimi rumgejammer, wo ja auch so ein bisschen der Drang drin steckt, sich immer zu verbessern, wenn man an Sachen rummäkelt. Und das geht also wirklich von, wie können wir Tools intern besser entwickeln, wie können wir die Prozesse verbessern von Meetings und so Geschichten, bis hin eben zu, okay, was war denn jetzt ganz konkret inhaltlich an dem Projekt, was hat zum Beispiel gut geklappt und was nicht. Ich glaube, was zum Beispiel sehr gut geklappt hat, ist eben, dass wir die Marke entsprechend auch verstanden und wiederbelebt haben. Ich würde zum Beispiel auch sagen, dass es uns gut gelungen ist, die Isabelle als Voodoo-Character einzuführen, was nicht ganz einfach war wegen dieser Magie-Elemente. Und klar gab es auch ein paar Leute, für die das jetzt nicht die perfekte Passform zur Marke hatte, aber ich finde, es ist uns gut gelungen. Was uns zum Beispiel sehr erwischt hat, sage ich mal, war das Thema Motion Capturing.
Es ist immer schwierig, das so ganz genau auf den Punkt zu bringen, weil man da recht viel erklären muss, wie ein Spiel entwickelt wird. Aber wenn man sich's mal simpel vorstellt, bei Shadow Tactics haben wir halt diese Cutscenes, wo die Story erzählt wird und die Charakter miteinander reden. Die konnten im Prinzip nach dem Beta-Milestone noch entwickelt werden. Also sprich, wir konnten mal das ganze Gameplay bauen, die Level bauen, alles war fertig und dann haben wir noch so diese Cutscenes, die Zwischensequenzen halt zusammengeklickt. Die waren halt auch nicht so schön. Das bedeutete aber auch, man konnte vielleicht noch an den Texten was ändern, am Timing, welcher Charakter ist da vielleicht dabei oder nicht dabei, da gab es halt noch Spielraum. Und von der Priorität war es eben recht weit hinten, weil bei uns eigentlich immer Gameplay First erstmal steht. Wenn du jetzt Motion Capturing einsetzt, dann brauchst du halt einen Schauspieler, du brauchst ein Studio, wo die Schauspieler aufgenommen werden können, das muss gebucht werden, die Schauspieler müssen irgendwas sagen können, dann gibt es aber das Thema, die Schauspieler sind vielleicht nicht die Stimmen der Charakter aus dem Spiel, weil das wird ja auch vertont, also musst du auch noch bedenken, ja, schreiben wir jetzt einen Text und dann geht er erstmal zu den Leuten, die ihn sprechen und das, was gesprochen wurde, dazu wird dann das Schauspiel gespielt, was dann in Motion Capturing wieder ins Spiel führt, oder ist es andersrum, dass man erst die sozusagen die Videospielsequenz baut durch das Motion Capturing und darüber werden die Texte gesprochen, sowas mussten wir erstmal alles lernen. Und was es aber eben bedeutet hat, war, die Intention war eigentlich bei uns Arbeit abzubauen, dass man das halt nicht mehr alles selbst machen muss, sondern ja, wir schreiben halt die Cutscene und dann wird das aufgenommen und dann ist das im Spiel. So war es aber nicht. Es hat sehr viel Arbeit verursacht, natürlich auch technologisch und so, aber es hat vor allem eben bedeutet, dass zum Beispiel die Story, die Texte sehr viel früher fertig sein mussten, damit dann eben genug Zeit ist, das auch alles aufzunehmen, einzuplanen. Dann muss bei Motion Capturing, da gibt es immer so Aufnahmefehler, die müssen dann bereinigt werden, dass die Arme zum Beispiel nicht zucken und so Geschichten. Das dauert halt auch wieder Zeit und so haben sich also Nicht-Gameplay-Themen plötzlich sehr nach vorne verlagert in der Produktion. Und das hat dann zum Beispiel verursacht, dass so auch sehr wichtige Themen wie Animationen für Skills, also was du halt wirklich fürs Spiel definitiv brauchst, damit das Timing gut ist und sich, wir sagen immer, snappy anfühlt, da mussten wir halt dann zurückstecken, weil das erst später machbar war und das war nicht so ideal und das hat uns auch wirklich Zeit gekostet. Ja, ich glaube, das passt vielleicht sogar ganz gut zu meiner nächsten Frage, so dieses Thema Zeit. Ganz viele Leute, nachdem ihr angekündigt habt, Desperados 3 kommt, waren ganz, ganz viele Games-Medien total hyped und haben darüber berichtet und waren so, ja, wir munkeln mal, es könnte 2019 kommen. Letztendlich wissen wir, es kam Juni 2020. Hing das damit irgendwie auch zusammen oder war 2019 immer nur gemunkelt und nie Teil eures Zeitplans? Woran lag das? Nee, also Motion Capturing war einer der Gründe, warum Sachen länger gebraucht haben, auf jeden Fall. Hat zum Beispiel auch bedeutet, dass wir plötzlich 70 Minuten Zwischensequenzen hatten, die nicht mehr so vertont werden konnten wie bei Shadow Tactics, wo eben die Qualität auch eine andere war, sondern plötzlich eher wie Film behandelt werden mussten und so. Also das hat an allen Stellen Auswirkungen gehabt. Aber wir hatten auch technische Probleme, wir haben ja die Unity Engine eingesetzt, da gab es leider einige Sachen, die einfach, also wo wir einfach Pech hatten. Also wo wir hatten ja schon Shadow Tactics auch auf die Konsolen gebracht und das waren ja die gleichen Konsolen und ein ähnliches Spiel. Wir wussten schon, dass Desperados 3 nochmal die Hardware mehr pushen wird, also dass es halt nochmal die Performance-Optimierung schon nochmal nötig sein wird, aber es gab ein paar zum Beispiel Verschlimmbesserungen auf Seiten der Unity Engine, wo wir gar keinen Einfluss drauf hatten und wo dann plötzlich zum Beispiel die Xbox-Version viel langsamer lief, als sie hätte laufen sollen und das hat dann eben Monate gebraucht, bis das alles gelöst war. Davon haben die PC-Spieler auch sehr profitiert, weil diese ganzen Optimierungen gingen dann natürlich auch wieder zurück in die Version. Und da muss man halt sagen, bei Desperados war es uns sehr wichtig, das hatten wir eben bei Shadow Tactics nicht geschafft, dass das Spiel auf allen Plattformen gleichzeitig rauskommt. Also wir hatten wirklich Monate, nachdem die PlayStation 4-Version zum Beispiel von Shadow Tactics rauskam, immer noch Leute, die nicht mitbekommen haben, dass das Spiel für Konsole rauskam und uns gefragt haben, kommt es eigentlich noch für Konsole? Und das ist einfach so schwierig, wenn du diesen Release so stückelst, dann nochmal so eine Aufmerksamkeitsspanne von den Leuten auch abzukriegen. Hey, hier ist das Spiel, das eigentlich schon längst draußen ist und vielleicht schon niemand mehr interessiert sozusagen. Jetzt ist es auch auf Konsole draußen. Da schreibt dann die Presse auch nicht mehr so ganz gern drüber. Das hat halt nicht mehr so viel Neuigkeitenwert. Und
Desperados war halt so eine starke PC-Marke und da war es uns aber wichtig, wenn wir auch diese ganzen Aufwand in die Konsolenversion stecken, dass das eben alles zusammenkommt und dann gleichzeitig rauskommt. Ja, wo drin ihr mit Mimimi Games natürlich auch Erfahrung habt, ist nicht nur in der Spieleentwicklung, sondern auch im Preisegewinnen. Zum Beispiel The Last Tinker hat damals Bestes Game Design gewonnen, davor noch Da Vinci mit dem Apple Design Award, Shadow Tactics hat in drei Kategorien beim Deutschen Entwicklerpreis gewonnen. Und Deutscher Entwicklerpreis, du schmunzelst schon, war ja klar, dass ich das auch anspreche, ist ein ganz gutes Stichwort. Denn ihr wart mit Desperados 3 in 6 Kategorien nominiert, habt das ganz begeistert mit eurer Twitter-Community geteilt. Ja, wie schade findest du es, dass dieser Tweet leider recht schlecht gealtert ist? Ja, ich glaube, da kann man ehrlich sein und sagen, dass wir da definitiv sehr enttäuscht sind. Also es waren 5 Nominierungen fürs Spiel und dann eine Nominierung noch als bestes Studio für Mimimi. Die Konkurrenz war dieses Jahr wirklich sehr stark mit Spellforce 3 und Iron Harvest und auch Lost Ember und so weiter. Also kann man ja nachschauen. Dass, auf der Seite ist es cool, ja, dass man dann eben auch gegen auch in einer Konkurrenz verliert, sag ich mal, wo es halt wirklich auch ein harter Kampf war. Aber dass es eine Nullnummer für uns werden würde, haben wir nicht erwartet, würde ich jetzt auch nicht sagen, so vom hohen Ross herunter, sondern ich finde schon, das Spiel hätte da natürlich auch Preise verdient und klar, kann man sich halt immer dann die Köpfe einschlagen, hat die Jury nach meinem Wissensstand auch entsprechend getan, aber es war fürs Team schon sehr schade. Also man muss halt sagen, dass Desperados 3 ist jetzt Metacritic, das ist glaube ich das Platz 18 der aller PC-Spiele, die 2020 rauskamen. Und auf Steam ist es irgendwie, ich weiß nicht, in der Top 30 auf jeden Fall der bestbewertetsten Spiele aus 2020. Also das ist ein wirklich international erfolgreicher Titel und wir sind sehr stolz drauf. Uns lief, es ist ja nochmal besser als Shadow Tactics geworden und dann eben da gar nicht zu gewinnen beim lokalen Preis, das hat uns auf jeden Fall getroffen. Das kann man schon zugeben. Ja. Kann ich total verstehen und ich hätte es euch auch so mega gegönnt, habe das Ganze natürlich verfolgt. Gleichzeitig steht natürlich der nächste Preis auch noch an. Ich vermute, ihr habt natürlich Desperados 3 auch beim Deutschen Computerspielpreis eingereicht, der ja im April dann stattfindet. Zwinkernd zu sagen, Iron Harvest war letztes Jahr schon mit dabei. Also rechnet ihr euch jetzt nochmal mehr Chancen aus für den DCP? Also mein Ergebnis daraus ist, ich rechne mir gar nichts mehr aus. Weil, wie gesagt, bei 6 Nominierungen ohne Preis nach Hause zu gehen, die meisten waren ja eh im Homeoffice. Das hätte ich eben nicht gedacht und wir freuen uns über jede Auszeichnung, wir freuen uns auch über jede Nominierung. Wir haben jetzt eben gerade auch die Nominierung zu den Game Awards gehabt als Best Strategy Game, hatten wir gegen den Flight Simulator verloren. Da kann man sich dann fragen, was haben die Spiele in einer Kategorie verloren. Auf der anderen Seite sind halt Strategiespiele und Simulationsspiele jetzt international vielleicht auch einfach nicht so das große Thema für Preisshows und so. Ich kann immer alle Seiten verstehen. Ich drücke uns die Daumen für den DCP und hoffe natürlich auch einfach fürs Team, weil es ist schon wichtig, so als Auszeichnung. Und wie gesagt, ich kenne ja beide Seiten. Also ich kenne ja auch die Jahre, wo ich auch andere Spiele gesehen habe, die eben auch leer ausgegangen sind, wo ich gedacht hätte, hey, irgendwie hätte ich da gedacht, dass wir einen Preis gewinnen. Und es ist ein sehr schwieriges Thema. Auf jeden Fall, also Daumen sind auf jeden Fall für den April auch von hier gedrückt. Während wir hier das Interview gerade aufzeichnen, ist so ein bisschen so Mittagszeit rum und deshalb würde ich sagen, reden wir vielleicht nochmal über das Thema Essen. Was kann mir Chefkoch Johannes Roth denn so zum Thema Süßkartoffeln erzählen? Das sind, glaube ich, sehr gesunde Kohlenhydrate. Man kann im Internet, nein, kann man nicht. Also Süßkartoffeln sind ja lecker, der Begriff Süßkartoffel ist eher entstanden, weil vorher der Begriff Kartoffel bei uns herumflog. Desperados 3 war intern eben Projekt Kartoffel. Wir haben da Codenamen, damit man nicht versehentlich in München in der falschen Kantine sitzt und plötzlich
die Journalisten hinter einem den, ja, bei Desperados ist es ja ein bekannter Name, aufschnappen und dann was drüber schreiben. Damit es keine Leaks gibt und wir wussten dann ja, okay, das nächste Spiel soll wieder ein Echtzeit-Taktik-Spiel werden, das haben wir auch angekündigt und da hatte sich dann irgendwie die Süßkartoffel daraus entwickelt. Genau. Darfst du denn schon ein bisschen mehr sagen oder wenn nicht, kannst du mehr sagen, wann wir mehr erfahren werden über die Süßkartoffeln? Also ich kann sagen, dass wir nicht in die Falle tappen wollen, wie es halt immer mal wieder passiert ist, wenn man zu früh Dinge erzählt, die vielleicht sehr cool klingen, die aber dann, wenn man wirklich das Spiel entwickelt, plötzlich nicht funktionieren, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal machen sie auch wirklich einfach keinen Spaß, obwohl sie super cool klingen. Dass wir da nicht zu früh zu viel erzählen wollen, damit es dann keine Enttäuschung gibt. Das Thema ist ja hochbrisant gewesen. Da sind wir sehr vorsichtig, deshalb können wir gerade noch gar nicht so viel sagen. Ich denke mal, das spannendste Thema wird eben das Setting sein und wo findet das statt, was ist die Idee jetzt hinter diesem Echtzeit-Taktik-Titel. Was ich halt sagen kann, ist, dass ich denke, es ist jetzt so, wir machen das jetzt zum dritten Mal und es soll natürlich frisch bleiben, soll Mehrwert haben für die Community, wir wollen natürlich auch noch mehr Leute ansprechen und so. Also, wir wollen ja auch, dass das Team wächst, wir wollen natürlich auch, dass die Spiele mit uns wachsen. Und bei Shadow Tactics war es eben wirklich so, okay, wir beleben das Genre wieder, bei Desperados war es, das ist halt die Marke, die das Genre mitdefiniert hat, da ist recht klar, wie das sein muss und jetzt so beim dritten Mal wollen wir vielleicht so ein bisschen wirklich das auch zu unserem Genre machen. Also wir haben viele coole Ideen. Erfahrungsgemäß die mir am besten gefallen, das sind die, die es dann nicht schaffen, was auch immer. Drum schauen wir mal, aber also ich freue mich sehr auf das Game und wenn wir mehr erzählen können. Und wann das ist, weiß ich noch nicht. Arbeiten wir eben wirklich gerade dran. Wir haben ja jetzt im Dezember mit der Förderung wirklich erst angefangen. Ja, das heißt, wir reden jetzt gerade drüber überhaupt, wann machen wir denn den Termin, um mal den ersten Plan überhaupt aufzustellen, so theoretisch, was könnte denn mal passieren. Mit ein bisschen Glück gibt es noch die ein oder andere Sache, die wir dieses Jahr erzählen können, die cool für Echtzeit-Taktik-Fans sein könnte. Aber auch das ist leider gerade noch alles so ein bisschen in den Sternen. Aber es gibt auf jeden Fall coole Sachen, die noch passieren werden. Also langweilig wird es nicht. Das klingt gut. Bekommt denn dann dieses Süßkartoffelspiel dann vielleicht auch nochmal so eine ganz andere, besondere Mimimi-Note, dadurch, dass ihr es dann auch self-publishen werdet? Also spielt ihr Self-Publishing dabei eine besondere Rolle? Also ich habe mich jetzt als Mimimi nie schlecht repräsentiert gefühlt mit dem Publisher, mit dem wir gearbeitet haben. Deshalb ist es schwer zu sagen. Ich habe mich auch kreativ nie eingeschränkt gefühlt. Natürlich, bei Desperados gab es natürlich Charakter und gewisse Dinge, aber das war ja auch Sinn der Sache. Also das hat ja auch Spaß gemacht, innerhalb dieser Marke zu arbeiten. Jetzt ist es eben wirklich nochmal was, was dann eben komplett unseres ist. Und ich weiß nicht, vielleicht kommen ein paar Marketing-Ideen irgendwo heraus, die vielleicht ein Publisher so nicht gemacht hätte oder so, wo man merkt, okay, das geht jetzt halt, weil das Konstrukt so ist. Vielleicht auch nicht, vielleicht machen wir auch alles nach Vorschrift und nach Erfahrung. Mal schauen. Aber das wird auf jeden Fall spannend, das dann, wenn das Spiel draußen ist, nochmal Revue passieren zu lassen und zu schauen, wie es lief. Auf jeden Fall, wenn du möchtest, können wir es natürlich dann auch sehr gerne hier machen. Ich bin schon total gespannt, in welche Richtung es da geht. Wenn sich jetzt meine Daher-Freunde-Community denkt so, hey, mit dem würde ich total gerne mal zusammenarbeiten, ich hätte auch total Bock auf Mimimi und auch auf Kartoffelspiele, sucht ihr denn gerade wen oder wie sieht das denn aus? Ja, wir haben, glaube ich, gestern schon wieder was unterschrieben. Also wir wachsen aber immer langsam. Also wir versuchen es da nicht zu übertreiben. Wir wollen immer so Leute dazu holen, damit der Job für andere, die zu viel zu tun haben, halt auch angenehmer und schaffbarer wird. Und dieses Jahr sind, glaube ich, jetzt aktuell noch irgendwas zwischen 5 bis 10 Stellen geplant. Also teilweise dann auch erst Anfang nächsten Jahres, aber so in den nächsten 12 Monaten. Das geht von Unterstützung bei 3D-Animationen, wo es wirklich halt um Rigs und Skinning und Animation geht, bis hin zu Themen wie eben Product Management, also für Self-Publishing mit Sony und Microsoft reden. Also von
einsteigerfreundlicheren Positionen bis hin zu wirklich erfahrenen, auch vor allem Unity-Entwicklern. Das ist immer sehr schwierig, da Leute zu finden, die auch schon an größeren Titeln zum Beispiel mitgearbeitet haben und Konsolen-Unity-Spiele entwickelt haben. Aber da sind wir auf jeden Fall auf der Suche. Initiativbewerbungen gerne schicken, ansonsten auf der Website auch immer mal schauen. Da stehen gerade auch noch ein paar Sachen drauf. Und wird auch in den nächsten Wochen, ich glaube morgen ist der Termin, wo wir da die nächsten zwei Stellen sprechen und wie die Stellenausschreibung ausschauen sollen. Ja, dann bin ich total gespannt, wie ihr euer Team erweitern werdet. Vielen, vielen Dank, Johannes, dass du dir die Zeit hier mit mir genommen hast. Wie gesagt, Daumen sind gedrückt für den DCP und dann schauen wir mal, was uns dieses Jahr auch als Taktik-Fans dann so erwartet. Dankeschön, sehr gerne.